Ich grübel und grübel. Das glaubst du nicht? Ich habe das früher aufgegeben mit Grübeln. Ich mache das nicht mehr. Ach. Bringt sowieso nichts. Musst du doch machen. Wofür? Sonst wird was nicht schön, irgendwas. Ach, je weniger man grübelt, desto besser wird es. So kann man es auch sehen. So. Ach, das hat... Soll ich mal wieder mit Holz anfangen hier? So langsam wird das doch. Ich muss dann auch mal unten gucken, was der Herr Sommer so treibt. Bei seinem Flusszusammenlauf. Ja. Wächst, blüht und gedeiht. Ich setze ja extra für dich auch gleich überall schon grüne Gras hin. Ach, das ist schön. Du hast ja irgendwann kommentiert, dass das sofort grün sein muss. Hab ich das? War, glaube ich, eine Antwort. Ich weiß nicht, da hatte jemand gesagt, dass das muss eine Folge gewesen sein, wo du das noch nicht verinnerlicht hattest, dass das irgendwann ja grün wird von alleine. Ja. Hast du dann geantwortet, nein, das muss sofort grün. Das muss sofort grün. Fand ich gut. Jetzt kriegst du hier immer sofort grünes Gras. Ja, das Gras, wenn das halt so lange braucht, ist grün wird, das muss schneller gehen. Eben. Und teilweise dauert das ja auch wirklich sehr lange, bis dann so eine Fläche... Bei den Argonauten war ja Erde nur drüber gesetzt. Da hatte ich dann mal irgendwann eine Stunde nichts zu tun. Und da habe ich mir gesagt, okay, die ganze Erde, die tauschte mal aus gegen grünes Gras. Habe ich gemacht. Gegen grünes Gras. Oh, ich habe nichts zu tun. Machen wir mal. Ja, ich hatte wusste auch sowieso gerade nicht, was ich da jetzt so machen kann. Und dann habe ich gesagt, grünes Gras. Ja, solche Phasen hat man. Jo. So, ich glaube, das kann man gleich so lassen. Jetzt muss ich hier aber mal Flusslauf. Ach, da machen wir ein bisschen Sand mit rein, ein bisschen Stein mit rein, dann haut das wohin. Bestimmt. Ah, Quatsch, Gravel. Der Fluss, der reißende Bach hat den Fluss schon freigespült sozusagen. Haben bei dir die Leute eigentlich nicht gefragt, was es mit dieser anderen Dünnmap auf sich hat? Bei mir? Ja. Nö. Also nicht so wirklich. Bei mir kamen da schon Fragen auf. Aber ja, ich habe ja noch nicht geantwortet. So richtig. Ist ja auch ein bisschen komisch. Ja, ne? Also ich würde das auch, ich würde mich auch fragen, hä? Ja, ich frage mich, wo das Ding herkommt auf einmal. Ist da, neue Welt? Komisch. Hat er gar nichts gesagt, Imke? Kein Kommentar, keine Ankündigung. Ja, eben, ganz mysteriös. Die einfache Antwort auf die Frage ist, wenn es um mich ginge, wäre die einfache Antwort auf die Frage, spinnt denn der? Spinnt denn der? Bei mir wäre die Antwort, ja, der spinnt. Der Sommer, der spinnt. So. Ja. Gut, dann hätten wir schon so eine Schlangenlinie von dem Weg. Der endet jo. Schon mal oben. Schlangen gibt es ja Gott sei Dank nicht in Minecraft. Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Ja, aber auch noch lustig. Och, boah. Ich bin da so ein bisschen Indiana Jones mäßig. Ich mag Schlangen nicht. Die machen doch nichts. Ja, ach, das sagst du so. Und dann machen sie doch was. Der tut nichts, der will nur spielen. So. Ach, hier habe ich das ja noch gar nicht. Ah, Mist. Mist. Egal. Mist klingt aber nicht gut. Ach, das ist halber Mist. Ist nicht so wichtig. Ist völlig egal. Ich schau gleich mal. Alles gut. Brauchst nicht schauen. Ach, da unten. Ach, da machst du Gravel hin. Ah, okay, das Flussbett sozusagen. Ja. Und auch noch mit schöner, natürlicher Umrandung. Das Problem ist ja, dass Wasser ja das bewachsene Gras nicht dazu bringt, wieder zur Erde zu werden. Zumindest soweit ich das bisher mitgekriegt habe. Das heißt, wenn man dann solche Sachen macht, dann darf man immer schön den Rasen selber mähen unter Wasser. Ja. Das macht ja schon über Wasser keinen Spaß. Das stimmt. Und Aufsitzrasenmäher gibt es in Minecraft nicht. Was für Rasenmäher? Aufsitz? So diese Treckerrasenmäher. Ah, okay. Also bei uns sind die relativ verbreitet hier in Norddeutschland.
Aber ich weiß gar nicht, habt ihr da bei euch auch Rasenflächen, die so groß sind? Ja, natürlich habt ihr sowas, oder? Bestimmt. Die so groß sind, dass man das, also besser dann doch mit so einem Treckerrasenmäher machen würde? Ja, ja, so ein Mähdrescher oder wie. Jemand, die nee, doch so ein kleines. Ach so, so ein kleiner Trecker. Hm. Ja, doch, bestimmt. Da fahren sie hier ab und zu vor unserer Haustür auch mit rum, beziehungsweise vor unserem Fenster. Oh Mist, was ist denn hier passiert? Hm? Oh, Kelturio hat das Wasser umgeleitet. Verdammt. Das kann ich ja hier an einem Loch stopfen. So, und jetzt. Ja, ich mache es erstmal aus. Hört's da kurz auf? Nee, nur die Seite hier, das passt ja gleich. Ach, jetzt hast du es komplett ausgemacht. Ja, ich hab's mal eben komplett. Keine halben Sachen hier. Okay. So, wo haben wir das denn? Irgendwo kam es doch hier, kam es raus, dann geht's dahin. Und dahin. Keine Ahnung, warum das überhaupt passiert ist. Hm. Ja, ich hatte hier bei der Seite ein bisschen Steine weggeschlagen und das Wasser umgeleitet, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit diesem Durchbruch hier. Mhm. Hab das dann aber wieder zugemacht. Kann sein, dass da irgendwelche Verschiebungen dann aufgetreten sind. Ah, okay. Das war der böse Kelturio. Der hat hier Mist gemacht. Der Monster Kelturio. Ja. Master of Disaster. Okay. So, hast du jetzt auch schon deine 500 Abonnenten geknackt mittlerweile, wie ich gesehen habe. Und die 100.000 Views. Oh. Bei 500 Abonnenten kann ja immer noch was schief gehen. Ja. Aber bei 100.000 Videoaufrufen nicht. Die bleiben ja jetzt. Das stimmt, ja. Ah, und guck mal. Hab ich geschafft, ja. Eieiei, da musste dicke Special machen. Hatte ich vor, hatte ich dann doch keinen Bock. Kostet alles Zeit. Die kann ich dann hier nicht verbauen. Ja, lieber für richtige Folgen geht das dann drauf. Ja, das ist. Da haben die Leute mehr von. In der Regel schon, glaube ich, ja. Ja, weil so ein Special, da kündige ich auch nur irgendwas an oder so, was man sowieso sehen kann, wenn es einen interessiert. Ja. Toll, ich habe 500 Abonnenten. Bei 1000 würde ich mir das überlegen, aber 500 finde ich jetzt auch noch nicht so eine Marke irgendwie. Es ist nicht ganz, ganz schlecht, ich bin nicht mehr der Allerkleinste. Mhm. Aber ansonsten 500.000. Nee, ich wollte dann lieber was Richtiges machen, dann zu Silvester. Ah, also, okay. Jetzt ist es dann doch gestern oder vorgestern oder wann gewesen. Ja, bestimmt. Jetzt. Jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist es schon hinten rum. Genau. Ich verrate es jetzt aber trotzdem nicht. Falls es irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte. Eben. Oh, vielleicht plaudert Kelturio einfach oder so aus Versehen. Oder naja, du sollst das ja auch nicht wissen. Ich soll es auch nicht. Ja, stimmt ja. Für mich ist es ja jetzt noch vor Silvester. Für dich ist es ja jetzt noch vor Silvester. Eben. Da kenne ich nix. Da bin ich knochenhart, nee, eisenhart. Prinz Eisenhart. Jetzt, ja, stimmt. Nee, der hieß, glaube ich, Eisenherz, oder? Ach so, ja. Stimmt. Nicht eisenhart. Hast du natürlich recht. Prinz Eisenhart. Der Bruder von Heinz Erhard. Wer aber auch mal was. Eisenhart ist der. So. Damit ist das Flussbett doch noch nicht fertig. Mist. Ich würde ja auch gerne jetzt bei der Treppe weiter mitmachen. Mhm. Dann nur zu. Ja, aber erst das Flussbett. Erst beide Flüsse hier schön zusammengefügt. Wie das muss. So, dann da noch. Den da und Grundstruktur. Ja. So, der eine Flusslauf läuft. Und da muss noch ein bisschen Kiesel rein. So, da könnte noch ein Bäumchen stehen. Ich muss mal wieder so ein Tree-Tool machen. Tree? Schwupps. Kann ich da jetzt einen Baum spawnen? Ja, das passt doch schon mal sehr schön. Und hier oben könnte man dann tatsächlich noch wie so ein Mini-Dörfchen machen hier oben drauf. Jetzt, das bietet sich richtig an, hier oben auf einmal. Okay. Also nach und nach natürlich, aber das bietet sich jetzt richtig an. So ein kleines Dörfchen, was hier oben auf dem Berg wohnt. Das Tal der Könige soll ja nicht nur auf sich das kleine Stück da unten beschränken, sondern soll ja hier komplett ausgenutzt werden. Ja, ist morgen fertig. Ja, okay. Ist morgen fertig. Gut, ich erwarte es auch so. Zu Diensten. Okay, ist das so genehm mit dem Fluss?
Ja, sieht gut aus. Sieht rechtwinklig aus, oder? Bisschen. Könnte man vielleicht noch runder machen. Da an dieser Ecke nur ein bisschen was weghauen, dann passt das schon. Ich hatte es befürchtet. Dann passt das schon. Ach, so sieht das doch ganz gut aus hier. Gut, recht, das hast du ja nun mal recht. Das will ich dir nicht streitig machen. Du hast ja schon selber erkannt. Ich hab's dir nur nachgefaselt. Ach ja, stimmt. Das war deine Idee. Ah, ja, war. Genau, ne? Mist, hab ich da irgendwas durcheinander gekriegt hier. Oh, ja, ich werd auch nicht, das wird auch nicht besser mit dem Hirn bei mir. Ach, was. Das wird so schon. Bisschen runder, hast gesagt, ne? Bisschen. Noch hier und da ein Fäckelchen. Dann haben wir auch bei Nacht hoffentlich eine schöne Beleuchtung. Das ist aber noch ein bisschen blöd da. Probieren. Da habe ich gerade schon wieder so eine penetrante Musik, das gibt's da nicht. Ah, okay. Ich höre die ja nicht, Gott sei Dank. So ein Glockenklingen, so ein Bim, 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 Bim. Ey, Weihnachten ist vorbei, du alte Glocke, du. Jetzt ist weg. Ach, das wird schön. Das wird schön. Und diesmal sogar in der richtigen Welt, die auch bestehen bleibt und nicht einfach dann wieder neu gebackupt wird. Das wäre schade. Das wäre jetzt aber auch ärgerlich, ja. Ja. Also was machen wir denn da oben, frag ich mir. Okay, ein Kiesweg. Kann nie schaden. Aber aus was machen wir denn da oben die Bauflächen? Einfach aus Gras, würde ich meinen. Ja, erstmal so. Ach, du hast da schon Holzstämme hingelegt. Ja, einfach mal so irgendwie, da lag halt was. Ja, das ist gut. Aber der Weg ist ja noch gar nicht bis nach unten. Nee, die müssen da hochfliegen. das macht. Soll der eigentlich wieder zurückgehen oder soll der weiter hier bis zu den Argonauten runtergehen? Bis zur Hinterseite, Rückseite der. Ja, bis hier so in die Ecke könnte eigentlich gehen, oder? Okay, dann mache ich da. Sagen. Müssen wir mal gucken, wie hast du das gemacht? Ach, du hast jetzt doch kein Kabel genommen, das Komplettholz? Ich habe jetzt einfach mal Komplettholz den Weg, ja. Okay. Und die haben sich da halt reingefräst sozusagen und dann aus Holz den Weg drauf gemacht. Ja, ich werde mal so ein bisschen mich auch. Oder man könnte auch hier was anderes machen in die Ecke, wo du gerade bist. Man könnte auch hier so eine riesengroße Ringeltreppe nach unten oder die immer von links nach rechts, dann Leiter hoch, links nach rechts oder sowas. Ich weiß nicht. Ich bin begeistert. Wenn nicht, halt mal. Die kommen doch so gute Ideen immer mit Aufstiegen und Aufzügen und sonst was. Treppen. Aufzüge gibt's nicht. In deinem riesen Loch hast du auch in der Ecke so einen riesengroßen Treppenhaus oder was das ist. Aber der funktioniert ja nicht, der Aufzug. Also alles, was sich tatsächlich bewegen sollte, was nutzbar sein sollte, da habe ich wirklich nur. Ach nee, genau, du meinst innen drin. Mhm, genau, ja, in dieser Ecke sowas. So eine Wendeltreppe, ja. Genau, ja. Die habe ich ja schön in deinem Schloss mal ausprobiert und als ich mir sicher war, jawohl, klappt, habe ich gedacht, dann kann ich die ja jetzt auch mal bei mir verwenden. Ne? Das wird ja was. Aber erstmal Keltorius wild versauen, wenn es nichts wird, dann ist das ja. Genau. Das ist immer ein guter Plan. Ja, es ist schön, wenn man so eine Testwelt hat, wo es auf nichts ankommt. Ja, eben. Sehe ich ganz genauso. Du hast fast überall. Du hast die normalen Treppen, keine Half-Slaps, ne? Ich habe normale Treppen genommen, ja. Okay, dann soll das auch so bleiben. Okay. Damit sie ja nicht da lang rennen können. Half-Slaps können sie ja lang rennen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Das war der Grund. Okay. Genau das. Wieso dürfen die nicht rennen? Ja, sonst fallen sie noch runter zu ihrer eigenen Sicherheit. Ah, das ist wie im Schwimmbad dann auch, ne? Genau, Achtung, Rutschgefahr. Kelturio, der Bademeister. Rennen verboten. Du rennst. Raus. Hausverbot für die nächsten 80 Jahre. 500 Liegestütze. Scheiße. Reicht eine? Nein. Ach, Mann. 500.
Oh, das ist aber auch echt einer von den ganz harten. Ne? Ich muss ja nicht machen. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. So, jetzt muss ich mal eben... Ah, ich lasse das hier doch mal so ein bisschen um die Ecke. Wieder schön Terraforming betreiben überall hier. Du da oben? Ja. Ah ja, immer fleißig am Terraformen. Das finde ich gut. Wer, du machst das jetzt Terraformen oder ich? Ich nicht. Ich mache es hier oben gerade ein bisschen so die Ebene schon mal einebnen, damit es dann später mal gut aussieht. Okay. Damit per Hand? Per Hand, ja. Du? Ja. Oh nein. Nein. Und ich durfte live dabei sein. Cool. Mach das doch mit World Elend. Nein, diesmal nicht. Also gibt es eigentlich Leute, glaubst du, dass das Leute gibt, die also jeden Block mit World Edit setzen? Ich glaube, das wäre dann viel umständlicher, wie es behandelt wird. Ja, ne? Ah, World Edit macht es doch so viel einfacher. Macht das nein, doch. Nicht immer, nicht immer. Alles mit World Edit. Jeden einzelnen Block? Nicht immer. Ach so. Das wäre dann wirklich ein bisschen Freecraft. Ich guck gerade auf den Euter von der Kuh. Das ist in dieser Aufnahme jetzt leider nicht mit drin. Nee, das macht nichts. Ich hoffe, dass die gemolken wurde. Hast du gerade mal dran genuckelt, oder was? Nee, ich wollte nur nicht, dass das aus Versehen, wenn es dann zu voll ist, verlieren die dann nicht das auch von alleine oder müssen die müssen zwingend gemolken werden, ne? Ich weiß es gar nicht. Wie ist es eigentlich bei Kühen, die jetzt keinem Bauer angehören? So Freikühe, gibt's das noch? Freikühe gibt es, glaube ich. In diesem unserem Lande gibt es, glaube ich, keine Freikühe. Nicht mehr. Aber kommen es gab sie doch bestimmt mal. Ja, die hatten ja aber ja dann auch nur eine Milchproduktion, glaube ich, wenn sie Nachwuchs hatten. Ah, okay. Mussten halt Kinderarbeit, dann haben halt nämlich die Kälber gemolken. Ah. Das aber ja, weil Kinderarbeit ist verboten. Mhm. Deswegen dürfen die Kälber das jetzt nicht mehr machen. Heieiei. Fatal, ne? Ja. Die armen Kühe. Die armen Kinder, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen. Ja. Kein Einkommen mehr. Wovon jetzt die ganzen PS3-Spiele kaufen und so. Oh. Geh doch auf die Straße und halt die Hand auf. Kannst du mal ein bisschen vernünftig was lernen, ein bisschen... Ja. So, weiß ich nicht. Eieiei. Ei, ei. Mach mal einen auf Mitleid, da. Hier, glaube ich, kommt man jetzt in der Zwischenebene irgendwie hin. So. Wie läuft's eigentlich bei dir und deiner Frau so zu Weihnachten? Habt ihr da irgendwie... So Abmachungen, wir schenken uns nicht mehr wie 20 Euro oder machen ja manche, weil sie nö. Sonst Angst haben, der Partner schenkt zu viel und man könnte selbst im schlechten Licht dastehen. Nö, aber die Angst habe ich glaube ich auch gar nicht so doll. Das verliert sich dann mit den Jahren, da kommst du auch noch hin in das Alter. Nee, wir schenken uns schon was. Du Jungspund. Und wir haben auch keinen festen Betrag oder sowas und das ist halt so, wie es dann ist. Also das ist da gibt's keine Abmachung. Das ist gut. Nee, bei uns auch nicht. Ich habe immer das Problem, wenn ich was schenke oder so und habe 2-3 Geschenke mehr als sie, dann sagt sie, oh, jetzt muss ich wieder losrennen, auch noch was kaufen. Und andersrum echt? Ist es aber genauso, wenn sie viel hat, dann komme ich mir irgendwie blöd vor wieder. Ah, der Mann ist ja sozusagen das leitende Tier, sollte ja... Zu Weihnachten wisst ihr doch nicht, wie viele Geschenke der andere hat, oder? Nein, aber danach. Ach so. Dann sagt man sich, oh Mann, du hättest doch nicht so viel schenken müssen. Ach Mann, jetzt komme ich mir dumm vor. Jetzt gehe ich am Montag gleich wieder los und kaufe noch. Ach, dann würde ich eher sagen, was, so wenig? Geh mal los und hol mir Montag noch mehr. Nein. So kann man es auch machen. Letzten Endes, sind die Geschenke tatsächlich so doof sich das und abgedroschen sich das anhört, es ist nicht ganz so wichtig. Ich freue mich über das, was ich kriege und kriege auch gerne was, so ist es nicht. Und aber so im Großen und Ganzen, wenn das dann mal ein Geschenk mehr oder weniger ist, oder das ist dann auch echt irgendwie, eigentlich ist es völlig egal. Jo. Und ich glaube, Märchen sieht das genauso.
Und von daher... Das stimmt, es sollen die Geschenke ankommen. Haben wir tatsächlich keinen Stress. Ja, das ist gut. Nee, Stress obwohl wir haben wir auch nicht. Wir haben, dieses Jahr haben wir dann mal gemacht, okay, lass mal einen Wunschzettel machen. Oh, okay. Und da kann man dann ja auch noch, was weiß ich, auf Einkommensverhältnisse oder sowas ein bisschen Rücksicht nehmen, ne? Mhm. Die Kinder wollen auch irgendwie unbedingt was schenken. Da sagt man dann natürlich, ja, hätte ich gerne die Xbox 360. Kein von Ding. Von dem elfjährigen Mädel da. Das geht dann nicht, das geht nicht gut. Also da achtet man, glaube ich, dann auch ein bisschen drauf, dass man dann, wenn denn sowas gefordert ist, ein Wunschzettel, ja, dann muss man da halt mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm. Man muss dann einen machen, was dann auch immer ein bisschen verpflichtend war. Okay. Aber von dem, was draufkommt, hoch, das geht. Ja, das ist gut. Kann man ja, das kann man sich ja anpassen. High-End Prepaid Game Server gibt es bei Nitrado.